Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bereite ich so ein Gericht, was kann man als warm essen, gleich zum Mittagessen und besonders jetzt im Sommer, wo es so warm ist, auch sehr gut. Oder kann man auch als Salat servieren. Wenn es abgekühlt wird, schmeckt auch wunderbar lecker. Und das ist ein perfektes Gericht, welches kann man warm und kalt essen. Was will man dann mehr? Und so sieht es aus. Es muss man nicht unbedingt Spaghetti nehmen. Es kann man überhaupt egal welche Nudeln nehmen und auf so ein Prinzip zu kochen. Ich habe jetzt mit Maggi gekocht. Diejenigen, welche mögen keine Maggi, müssen das nicht nehmen. Kann man auch einfach Sojasauce nehmen. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Wirklich sehr lecker, geht sehr schnell, sehr praktisch. Ich wünsche euch viel Spaß. Für diesen Salat kann man egal welche Nudeln nehmen. In meinem Fall habe ich jetzt Spaghetti genommen, weil mit Spaghetti sieht irgendwie den Salat in der Schüssel schöner. Besonders wenn es mal möchtet, mal als Mitbrinsel mitbringen. Die Spaghetti habe ich jetzt, 250 Gramm Spaghetti, werden wir kochen nach der Verpackungsanleitung, sozusagen fertig kochen. Wasser kocht schon und jetzt gebe ich einfach die Spaghetti da rein. So, Spaghetti habe ich jetzt reingemacht, eindrücken und kochen. Im Wasser habe ich auch ein bisschen schon Salz reingemacht. So, Spaghetti sind fertig, habe ich Wasser abgesiebt und ein bisschen mit kaltem Wasser abgeschreckt. Jetzt geben wir in unsere Salatschüssel und geben wir noch ein bisschen Olivenöl, dass unsere Nudeln nicht verkleben. Verrühren. Und wir können gleich schon Maggi dazu geben. Ich habe jetzt genommen 2 Esslöffel. Wenn einer Maggi nicht mag, kann auch Sojasauce dazu geben. So, und lassen wir jetzt erstmal an die Seite so ein bisschen ziehen, bis wir noch Rührei machen. Für Rührei, für diese Mine nehme ich 4 Eier. Das sind die M-Eier, die sind ziemlich klein. Verrühren. Und ein bisschen nur nachwürzen. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Salz können wir dann später in unserer Salat dazu geben, so viel wie ihr gerne mögen. Und ich gebe gerne bei Rührei oder so ein paar Esslöffel Milch oder in meinem Fall heute habe ich Sahne, süße Sahne noch ein bisschen übrig. Dann ist der Rührei viel fluffiger durch das Milch oder Sahne. So, und jetzt gehen wir ans Herd und machen wir erstmal unsere Rührei. Rührei werde ich braten mit Butter. Schmeckt besser. Aber es kann man auch mit dem Öl. So, und wenn es Butter ist heiß, geben wir unsere aufgeschlagenen Eier rein. Und machen wir ganz normale Rührei. Nur wir werden ihn ein bisschen mehr zerkleinern, dass er nicht so klumpig ist. So, einfach schieben. So, und jetzt versuchen wir ihn klein zu machen. Den Herd kann man schon ausmachen. Die Rührei soll nicht braun werden. Jetzt können wir den Spaghetti dazu geben. So, geben wir zu den Spaghetti. Und jetzt kann man hier noch Schnittlauch dazu geben oder Frühlingszwiebel dazu geben. In meinem Fall gebe ich einfach Babyspinat. Einfach so ein bisschen zerzupfe. Das Grünes muss dazu sein. So, jetzt muss man mal probieren und abschmecken. Ich habe jetzt noch gedacht, dass ich werde ein so ein kleines
rote Zwiebel reinschneiden, für ein bisschen mehr so würzigen Geschmack. So klein geschnittene Zwiebel gebe ich auch dazu. Es gibt auch die Würze und dann können wir schon probieren. Und natürlich, liebe Freunde, alles abschmecken nach eigenem Geschmack. Es kann man natürlich auch hier vielleicht ein kleines Knoblauch reinschneiden. Das passt auch. Oder zum Beispiel scharf anwürzen, bisschen Chili reinmachen. So. Jetzt probieren wir. Nach meinem Geschmack, die 2 Esslöffel Maggi reicht mir. Es hat man diesen ziemlich zarte, feine Geschmack von Maggi. Wer mag wirklich sehr Maggi, kann man auch dazu geben. Aber ein bisschen Salz fehlt mir und deswegen nehme ich einfach ein bisschen Sojasauce. So, und dann braucht man gar nichts mehr. Duftet sehr gut. Und so warm kann man servieren zum Mittagessen. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Perfekt. Mehr brauche ich für meinen Geschmack nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich irgendwas noch was dazu machen. Aber es ist mal was bisschen anderes und kann man warm und kalt servieren. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben wir uns wieder was Leckeres zubereitet. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zubereiten. Danach einen sehr guten Appetit. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!